Und ganz besonders bedanken möchte ich, und es gibt jetzt einen Sonderapplaus, das ist bei unserer Polizei, bei der Dienststelle Traunstein, Laffert, Roschberg, die was da helfen, weil es ist nicht selbstverständlich, und also das freut mich, besonderen Applaus an die, weil da kann man wirklich sagen, unsere Freunde und Helfer. Und dann habe ich auch noch einen Hinweis. Wir haben den Platz sauber vorgefunden. Wir haben Bauern und wissen, wenn der Träger der Wiesen umeinander liegt, ist das scheiße. Nehmt bitte wieder alles mit, Flaschen etc. und hinterlasst den Platz wieder genauso sauber, wie er davor war. Danke einmal. Warum haben wir heute da? Vor Weihnachten hat uns die Politik ein sehr faules Ei gelegt. Die Besteuerung unserer land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeuge und Anhänger. Streichung vom Agrardiesel, weil wir das Diesel ja auf unsere Äcker und Wiesen verfahren, das Futter unserer Tiere brauchen. Deswegen kriegen wir ja eigentlich die Straßensteuer, die was zweckgebunden ist, aufs Diesel wieder zurück. Und das wäre uns jetzt verwehrt. Die Steuer ist ja zweckgebunden für den Straßenunterhalt, aber nicht für die Stopfen von Haushaltslöchern, wo sie jetzt eigentlich hergenommen werden. Wir bauen ja nicht dazu da, dass uns Diesel gestrichen wird und für das Radwege in Peru gebaut werden. Das kann es nicht sein. Wir fahren ja auf die Straßen umeinander, das ist ja okay. Deswegen kriegen wir auch nicht die ganze Steuer zurück, sondern nur einen Teil. Aber was auch jedem klar sein muss, die Steuer haben wir bezahlt und kriegen sie im günstigsten Fall ein Jahr drauf wieder zurück. Das kann auch eineinhalb Jahr dauern. Also das ist jetzt keine Subvention von mir, sondern es ist eine Verbilligung des Agrardiesels. Und dann haben wir noch gerade die Kfz-Steuer auf unsere Bulldog und landwirtschaftlichen Maschinen und Anhänger. Das ist ja jetzt vom Tisch, aber das war eine zusätzliche Steuer. Das ist jetzt keine Subvention, sondern die wird bis jetzt nicht erhoben, aus demselben Grund, weil wir fahren ja auf unsere Felder umeinander, auf den Hof umeinander und nicht auf der Straße. Und gut, das ist vom Tisch. Was wir vom Bauernverband jetzt auch noch fordern, und es ist die Steuerbefreiung auf Pflanzenöle zum Betreiben von unseren Maschinen und Traktoren. Wenn wir das hinkriegen, dann müsst ihr euch einmal klar sein, dann könnten wir Bauern CO2-neutral wirtschaften. Das kann kein Berufszweig. Es ist auch so, das muss auch einmal jedem klar sein, ich sage jetzt einmal das in der Runde, wir Bauern sind der einzige Berufsstand, der durch sein Tun und Handeln CO2 essbar macht. Wir speichern es nicht, wir machen es essbar. Und das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen. Wir ernähren die Bevölkerung und haben aber die Prügelgraben der Nation. Wir werden hingestellt als Umweltvergifter, Gülleentsorger, Tiermisshandler und Glyphosatspritzer. Wenn du mit dem Adelfassl am Feld ausstehst, musst du dann erklären, warum du das machst. Das kannst du so nicht sehen. Aber wie gesagt, jetzt die Streichung der Agrardiesel-Rückerstattung, das ist jetzt das, was Fassl zum Überlauf verbracht hat. Und deswegen haben wir jetzt heute da. Aber jetzt hier einmal für den Anfang an, weil wir haben jetzt da Redner, für den Anfang auf. Wie gesagt, Ich bin nicht der geborene Redner. Wenn ich was runterlesen würde, ist mir sowieso schwer. Ich rede lieber, wenn mir der Schnabel gewachsen ist. Mit Beginn der Demo-Woche. Der Montag geht in die Geschichte Deutschland und vor allem auch Bayerns ein. 74.000 Menschen in unserem Land, 54.000 Traktoren waren unterwegs, um ein Zeichen zu setzen, weil in diesem Land etwas falsch läuft, und da ist es nur richtig und wichtig, dass man auch mal sein Wort erhebt und auf die Straße geht. Und ich möchte euch von ganzem Herzen, vergelt's Gott, sagen, für dieses Signal, für dieses Zeichen setzen, damit Berlin endlich wach wird.
Und ich kann nur sagen, ich möchte Danke sagen, nicht nur an die ganzen Organisationsteams, sondern vor allem auch an das ganze Lebensmittelhandwerk, die all diese Demonstrationen mit Lebensmitteln versorgt hat. Und natürlich darf ich sagen, vergelt's Gott, an jeden einzelnen Landwirt, der sich die Zeit genommen hat, mit seinem Traktor einzufahren bei all den Sternfahrten in Bayern und Deutschland. Und ich darf auch sagen, wie ich hergefahren bin, habe die Polizei gegrüßt, habe das Fenster aufgemacht und dann waren da zwei Dirndl im Traktor gehabt. Ja? Und das war nicht der einzige Traktor, wo die Frauen drin sitzen. Dann merkt euch das, die Landwirtschaft ist weiblich, auch wenn es nicht allen Männern gefällt. Aber sie gefällt es schon, hat er gesagt. Und was passiert jetzt? Jetzt werden Präsidentinnen von Italien und auch die Griechen gefragt, ob die Deutschen noch vertrauenswürdig sind, weil wir einen Nothaushalt aufstellen müssen, weil wir nicht mehr in der Lage sind, einen verfassungskonformen Haushalt aufzustellen. Und ich möchte gar nicht sagen, gell? Wir haben auch nicht dabei gut, wir haben auch unsere Fehler gemacht, aber dazu muss man auch stehen. Aber das, was jetzt gerade in diesem Land passiert, war so in dieser Form seit der Nachkriegszeit nie so schlimm wie heute. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenhalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir sich zu Wort melden. Und dass man auch dafür kämpft. Es ist schon gesagt worden und ich kann ehrlich gesagt nur immer wieder sagen, die Macht, die Summe der Dinge bringt es fast zum Überlaufen. Und wie sagt man so schön, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und was jetzt passiert, da geht es nicht nunmehr nur um den Agrardiesel oder um die Kfz-Steuerbefreiung. Sondern wenn ich mir die Bauernschaft anschaue, dann ist es tatsächlich das Tierwohlprogramm, die Düngeverordnung, Pflanzenschutzmittel und vieles, vieles mehr. Schau mal in die Gastronomie rein, 19% Mehrwertsteuer. Bei den Logistikern haben wir die Mauterhöhung. Was glaubt denn diese Bundesregierung, was dann passiert am Ende des Tages? Ein ganzes Land, und zwar die Verbraucherinnen und Verbraucher, werden das tief in ihrem Geldbeutel spüren, was das bedeutet. Alles wird unbezahlbar werden. Und das ist eine soziale Politik? Nein, das ist sie nicht. Und deswegen sollte man dieser Ampel tatsächlich die Frage stellen, und das müssen wir auch jedem Doktor. Ich habe das jetzt allen Medien immer wieder auch mit ins Stammbuch geschrieben. Stellt doch dieser Ampel nur eine Frage. Wer in diesem Land ist der Geisterfahrer? Ist es diese Partei, sind es diese Parteienkonstellation? Ich muss mir doch irgendwann als Bundeskanzler die Frage stellen und sehen, was in dem Land los ist, wenn die Leute so auf die Straße gängen. Ja? Wer ist da der Geisterfahrer? Und ich kann es euch sagen, meine persönliche Meinung ist, der größte Geisterfahrer aller Zeiten ist diese Ampel, und die muss einfach einsehen, dass sie auf der falschen Straßenseite unterwegs ist. Ich habe schon gesagt, wir haben nicht auch immer die Gescheitsten, die Schönsten. Gut, das sehe ich vielleicht, gell? Also. Aber diese zwei letzten Jahre sind wirklich ein Volldesaster für unser Land. Und zu mir haben die Bauern immer gesagt, Frau Kaniber, 2021 bei der Bundestagswahl haben alle gesagt, Union nicht mehr. Schlimmer wie mit euch geht nimmer, haben sie alle gesagt. Da gibt es auch den schönen Spruch, schlimmer geht immer. Das sehen wir jetzt in dieser ganz brutalen Geschwindigkeit. Und ich kann nur sagen, ich habe gesagt, ich mache keine Wahlkampfrede, aber an die Kollegen und Freunde der FDP möchte ausdrücklich sagen, ihr habt es euch gesagt, ja, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Und was mich am meisten erschüttert ist, dass sich diese FDP im Bundestag und auch in dieser Bundesregierung bis zur Erschöpfung prostituiert. Wer den Bauern alles versprochen hat bei der Wahl, alles, ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie es geheißen hat, alles, was gebraucht wird an Tierwohlprogrammen, werden sie bereitstellen. Wer dann aber mit Steuererhöhungen ums Eck kommt, liebe Leute, das grenzt schon wahrlich an einen Wahlbetrug, und ich kann es euch auch vorrechnen. Wir hätten 4 Milliarden Euro pro Jahr gebraucht, um das Tierwohl auszubauen und umzubauen in Deutschland.
Von diesen 4 Milliarden pro Jahr haben wir jetzt 250 Millionen Euro bekommen. Das heißt, man kann gar nichts umsetzen und auch umbauen. Und es ist eigentlich eine Enttäuschung, wenn ein Bundesminister Özdemir in seiner eigenen Bundesregierung nicht gehört wird, für seine Bauern gar nicht kämpfen kann. Dann sieht man den Stellenwert in dieser Bundesregierung, was die Landwirtschaft eigentlich denen wirklich bedeutet, nämlich gar nichts. Und ich sage es euch auch nochmal sehr deutlich heute, die einzige Freude, die diese Bundesregierung hat, dass sie aus klimapolitischen Gedanken jeden Tag überlegen und sich dran freuen, wenn eine Stalltür zugeht, weil ja dann kein Methan und kein CO2 mehr aus dem Blasen wird. Das ist deren tatsächliche Darstellung, das sind denen ihre Gedanken. Und jetzt frage ich euch, ist das mit diesem Ansinnen, wenn Haushalte so aufgestellt werden, auch für den Agrarhaushalt, ist es dann ein Umbau der Nutztierhaltung, eine Transformation der Landwirtschaft oder ist es ein Abbau? Dann ist es ein Abbau. Und ja, es ist eiskalter, wirtschaftlicher Selbstmord. Und wenn ich jetzt mit einem Satz möchte nur noch sagen, es ist ehrlicherweise erdrückend, weil wir, wenn wir Ignoranz, ja, und Arroganz gepaart mit Ideologie wiederfinden, dann wird es verdammt gefährlich. Und ich sage euch auch warum. Das hat angefangen mit 4% Flächenstilllegungen in der Landwirtschaft und es ist auch die Ignoranz, dass andere Länder sich geopolitisch und strategisch besser aufstellen wie wir. Wenn ich halt die Russen anschaue, was die an Flächen zur Verfügung haben für die Urproduktion von Lebensmitteln, wenn ich mir die Chinesen anschaue, dass die Lebensmittel zurückhalten, um ihr Volk zu ernähren, und wir aber in Europa Flächen stilllegen, wo wir doch noch die Gunstlagen haben, dann wird es uns irgendwann zum Verhängnis. Dann werden wir wirklich vom Import auch von Lebensmitteln, ja, abhängig sein und uns damit in die Bredouille bringen, weil das ist die größte Gefahr. Und man sollte sich in diesem Zusammenhang nur mal die Frage stellen, warum wir in Europa über 70 Jahre auch Frieden gehabt haben. Weil es keinen Hunger gab. Das ist nämlich auch eine ganz zentrale Waffe und kann es auch sein. Und deswegen ist die Gefährlichkeit da. Und wir werden alles